Freunde, wir haben uns heute mal wieder ein paar neue Kerzen gezaubert. Kerzen kann man zu jeder Jahreszeit gebrauchen und wir haben uns gedacht, wir haben so viele alte Gläser rumstehen. Wir haben noch ein bisschen was an Beton und ein bisschen Glitzer kann auch irgendwie sein. Wir probieren einfach mal ein paar Kerzen aus. Bleibt dran, wir zeigen euch, wie es geht. Wir füllen uns dann zuerst mal in unsere Gläser. Ich habe mir jetzt einfach mal so zwei ausgesucht, die ich gerne benutzen möchte. Ihr könnt da nehmen, welche ihr wollt. Ich habe jetzt einfach alte Gläser von irgendwelcher Wurst oder sowas genommen. Dann braucht man Beton, den man nehmen möchte. Ich arbeite da gerne mit dem Beton für Kreative von Viva Decor, weil man da einfach bloß ein bisschen Wasser zugibt und rührt sich das ein und dann ist gut. Also ich habe mir jetzt hier ein bisschen was in so eine Plaste, ja, einen kleinen Plastereimer gemacht. Ein bisschen Wasser dazu. Muss gar nicht so doll flüssig sein. Wir wollen ja nicht gießen, sondern eher so löffelweise einfüllen können. Also muss das ein bisschen dickerer Beton sein, damit man den vielleicht auch ein bisschen dahin schmieren kann oder hinstapeln kann, wo man den hinhaben möchte. Dass der nicht so glatt verläuft, also nicht glatt, eine so eine glatte Schicht hat, sondern dass man den ein bisschen, ja, ein bisschen so schräg machen kann. Dann fülle ich mir einfach hier unten ein bisschen Beton ein. Jetzt hier an einer Stelle ein bisschen höher haben, also nicht so ganz glatt da unten. Jetzt kann man sich überlegen, macht man ein bisschen mehr Beton drin oder ein bisschen weniger. Mal gucken. Und dann halt mir gedacht, ich stelle mir das Glas einfach so ein bisschen schräg hin. Und kann fest werden. Und dann kann fest werden. Leg es doch hin. Jetzt soll ja nicht alle drunter laufen. So. Bleibt einfach nicht stehen. So. War eine Unwucht. Aha. Das gleiche mache ich jetzt mit dem Glas hier auch. Das habe ich da nicht richtig verrührt. Gespannt, was das wird. Ich guck mal. Muss man irgendwie so zum Stehen kriegen. So halb hoch zum Stehen. Ja, so. Und dann trocknen lassen. Und jetzt fest werden lassen, ja. Unser Beton ist jetzt in den Gläsern erstmal fest geworden. Jetzt muss man ihn richtig eigentlich durchtrocknen lassen, bevor man da weiter mit Kerzenwachs drauf macht. Geht. Ich bereite das alles schon mal vor. Ich habe hier so kleine für Teelichter, solche Dinger, die man unten ran macht. Ich habe mir Band, also Docht besorgt. Dann kann man das Docht hier so einfach so durchschieben und festmachen. Dann hat man so einen Standfuß. Man braucht den eigentlich nicht. Wenn man hat, kann man benutzen. Man kann das aber auch einfach hier unten ein bisschen Wachs nachher auf der Erde festmachen, also am Boden hier festmachen. Und dann den Docht nachher hochziehen. Ich nehme jetzt einfach mal diese Ding hier, weil ich es habe. Und dann kann man das Teil unten am Boden festmachen. Zieht man einfach den Docht da durch. Und dann sieht man, dass man eigentlich einen viel zu dünnen Docht gekauft hat. Aber das steht halt immer nicht so richtig bei, wenn man das in China kauft. Das ist halt immer so eine Sache. Jetzt muss man immer gucken, wie lang muss der Docht sein, um jetzt hier in der Kerze festgemacht zu werden. So viel brauche ich hier jetzt ja nicht. So ein Stück gereicht. Das gleiche Spiel dann jetzt natürlich bei der anderen Kerze hier auch, dass das so hier am Boden stehen kann. Ich schneide mir jetzt hier einfach so ein Stück ab. Ich habe hier noch. Und dann schmelze ich mir erstmal ein bisschen Wachs. Ich muss jetzt erstmal meinen Candlemaker ein bisschen sauber machen, weil ich letztens Rot drin hatte. Ich schmelze mir meinen Wachs im Candlemaker von Via Memory Keepers. Die gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr mit europäischen Steckern. Da muss man so einen anderen Stecker nehmen, ist aber nicht das Problem. Gibt das alles zu kaufen. Den hatte ich mir jetzt schon vor ein paar Jahren mal zugelegt, war um die 100 Euro damals.
Und ich finde es aber damit zu arbeiten richtig toll, weil du jetzt hier oben einfach, also man stellt jetzt hier ein, habe ich jetzt drei an, ja, drei ein, dann macht man sich seinen Wachs da rein. Dafür habe ich jetzt hier von der Troll Factory Wachs, da gibt es verschiedene, ich habe jetzt hier mal einen Sojawachs, die haben ganz viele verschiedene Sorten. Und dann kann man sich seine Kerzen da selber gießen. Ihr könnt natürlich auch Kerzenreste nehmen, wenn ihr sowas habt, könnt ihr hier drin auch schmelzen, ganz einfach. Ich mache mir jetzt erstmal hier Wachs rein. Kann man auch hinkippen. Das alles. Das alles. Kann man den Deckel zumachen und erstmal ein bisschen schmelzen lassen. So, zack. Den Hahn immer darauf achten, dass der zu ist. Ich habe den, glaube ich, jetzt offen. Der muss zu sein. Hier, das Zeichen muss sein. Wenn die Tropfen unten sind, dann tropft das nämlich raus. So, dann kann man sich schon mal sein Glas vorbereiten, was man nehmen möchte. Ich habe jetzt hier erstmal das kleine und diesen Docht hier. Dann kann man sich, wenn ein bisschen Wachs geschmolzen ist, da so einen kleinen Tropfen drin laufen lassen. So wie das erste kommt und den Docht erstmal festmachen. So, dann hier den Docht irgendwie reinstecken. Zack. Siehste, so einfach. Ah ja, so einfach. Ist schon wieder, weil es so kalt ist hier. Ist das Wachs schon wieder fest? Jetzt habe ich meinen Docht da unten erstmal dran. Man kann sich auch ein kleines Holzstäbchen zu Hilfe nehmen, um den da festzumachen. Das brauche ich hier in dem höheren Glas sowieso. Jetzt sind hier in dem Set, was ich mir mal gekauft hatte, solche Stäbchen mit Loch dabei gewesen, dass man da den Docht durchziehen kann. Dann kann man das Stäbchen hier nämlich drauflegen und den Docht hier festmachen mit ein bisschen, steht da gerade. Ein bisschen Klebestreifen. Und dann steht der Docht gerade. Zack, kann man aber am Ende auch noch gerade ziehen. So, und jetzt kann man das dann hier drunter stellen und so wie das Wachs fertig ist, kann man das runterlaufen lassen. Ich schiebe das jetzt hier ein bisschen beiseite, weil ihr habt von hier gesehen, das Wachs läuft jetzt genau in der Mitte natürlich runter. Also muss ich mir das ein bisschen beiseite schieben und so wie das voll ist, schiebe ich schnell wieder zur Seite, also zur Mitte hin, damit das gerade ist. Und dann, jetzt müssen wir erstmal kurz warten. Ich kann immer mal ein bisschen was rauslaufen lassen, wenn was kommt. Oh. Und so mache ich mir dann jetzt mein Glas voll. Aber ich warte erstmal eine Weile, bis das geschmolzen ist. Aber ihr versteht dann jetzt, wie es funktioniert. Ich schmelze mir das jetzt immer nach und lasse das reinlaufen einfach. Mein erstes Glas habe ich dann jetzt voll. Und genauso mache ich jetzt natürlich dann auch das zweite. Dauert immer eine Weile, bis das alles geschmolzen ist. Ihr könntet natürlich auch in einer Metalldose machen, im Wasserbad. Aber mir ist das halt so sicherer. Finde ich immer sicherer. Und sauberer. Sauberer und sicherer. Wenn ihr so ein Glas habt, was hier natürlich jetzt nicht drunter passt, weil es viel zu hoch ist, dann braucht man irgendein anderes Gefäß, um da Wachs einlaufen zu lassen. Ich hatte mir dafür extra mal speziell so ein Ding gekauft. Ding hier wieder abgefangen. Das ist hier extra zum Wachsschmelzen. Kann man immer mal wieder sauber machen. Und kann man hier schön drunter stellen. Passt genau da drunter. Ist wie dafür gemacht, ist aber nicht dafür gewesen. Da gibt es dann eben verschiedene andere Sorten beim Wachsschmelzen. Und wenn er sucht, Wachskerzen, Wachsschmelzen oder sowas, dann kommen lauter so eine Gerätschaften und Becherdosen, Schachteln, die man nutzen kann. Ich habe jetzt diese Teil, davon werde ich mir vielleicht noch ein zweites Mal zulegen irgendwann. Und dann kann man das da reinlaufen und dann ins Glas reinlaufen lassen und dann ins Glas füllen. Das geht auch. Jetzt hat man ja eigentlich theoretisch schon eine fertige Kerze, aber wir wollen sie ja noch ein bisschen weiter dekorieren. Und gerade dieser Rand zwischen Beton und Kerzenwachs, den kann man noch ein bisschen hervorheben. Dafür gibt es so eine tolle Metalleffektfolie von Viva Decor. Und die haben auch einen passenden Metalleffektfolienkleber. Die haben den zum Spritzen hier mit so einem dünnen, dass man so eine dünne Spritze vorne dran hat. Oder eben auch als Spachtelkleber, also dass man das über eine Schablone aufspachtelt und dann damit Kerzen gestalten kann. Wir wollen ja jetzt hier einfach bloß den Absatz hier hervorheben und dann machen wir da einfach ein bisschen Folienkleber gegen. Einfach hier bloß so einen Rand. Bloß hier so lang, wo der Beton lang geht. Und dann müssen wir das auch wieder in Ruhe trocknen lassen. Wenn der durchsichtig ist, der Kleber, dann können wir weiterarbeiten. Ich ziehe jetzt hier erstmal überall den Rand so nach. Du willst da eine Begrenzung jetzt machen? So, ja, so eine Abtrennung, Begrenzung. Wir hatten schon mal so Betonkerzen gemacht in Milchkartons und so was. Und da haben wir das auch gemacht. Aber da haben wir das ja von innen gearbeitet, den Beton dann rausgeholt. Also
in der, ich verlinke euch das am besten, kann man ja nicht erklären, in einem Tetrapack Beton reingemacht, dann Kerzenwachs drauf gemacht und dann das alles wieder rausgeholt, also den Tetrapack kaputt gemacht und dann haben wir auch auf den Beton solch Gold drauf gemacht und das sah cool aus. Hier finde ich jetzt wieder toll, dass die Kerze immer wieder nachfüllen kannst. Du hast also dieses Kerzenglas dann jetzt für theoretisch immer. Und bei den anderen Sachen, wenn da die Kerze runtergebrannt war, das Kerzenwachs, dann musstest du irgendwie zusehen, dass du wieder das Ganze in Tetrapack reinkriegst. Geht auch alle zu machen, aber ist eben schwieriger, als wenn du jetzt hier einfach Wachs drinlaufen lässt wieder. Wenn der Kleber dann so durchsichtig geworden ist wie hier, dann ist der so weit getrocknet, dass man weiter arbeiten kann. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, wir arbeiten gar nicht mit Gold, wir nehmen dieses Mal Silber, weil ich oben drum auch noch ein bisschen was in Silber arbeiten will. Man muss ja hier das irgendwie verschwinden lassen. Wir haben jetzt hier diese silberne Folie. Mal aufmachen erstmal. Das ist wie so eine Abdrückfolie, nennt sich das. Wird jetzt halt festgeklebt, da wo die Klebestellen sind, da bleibt das dann halt dran. Mal aufkriegen. So, dann kann man sich so ein Stückchen hier abschneiden, wenn man noch kann, mit der Schere. Ach, echt, ich habe immer irgendwo Kleber dran. Oh, ernste. Ja, und dann kann man einfach die Folie da, also ich schneide mir immer bloß ein kleines Stück ab, weil man da mehrere, kannst du das mehrmals drauflegen. So, dann legt man sich da immer so ein Stück hin, rubbelt das ein bisschen fest, macht das ab und hat dann schon Silber dran. Das ist ja cool. Das geht ganz schnell, man braucht da auch nicht viel aufrubbeln und zack. Würde jetzt auch in Gold gut aussehen. Dann müsste man irgendwas für den Rand in Gold haben. Man muss halt immer ein bisschen gucken, was man so gerade hat. Sieht das edel aus. Sieht cool aus, ja. Finde ich auch ganz cool. Es gibt so schöne Sachen. Man hat bloß nicht so viel Zeit, um das alles immer zu machen. Also theoretisch könnte man von morgens bis abends basteln und immer wieder was Neues machen. Das sieht doch cool aus. Ja. So. Das wird nur noch der Rand hinhauen. Jetzt mache ich das hier noch. Also das nächste Glas hier. Und da kann man jetzt immer wieder die Zwischenräume nehmen, die man da jetzt noch nicht hatte. Hier ist jetzt gerade kein Zeug gewesen. So. Ich mache das jetzt hier auch erstmal dran. Wie wir eben schon festgestellt haben, mit Gold würde sich das bei Beton vielleicht ein bisschen mehr abheben, aber in Silber sieht es halt auch cool aus. Und man muss immer gucken, was man jetzt hat. Ich habe dann diese Zeug hier gefunden. Das ist so ein, ja, so ein Glitzer, eine Platte ist es nicht, ein Band ist es nicht. Das sind so richtig große Teile gewesen, die habe ich jetzt immer schon mal zugeschnitten. Da kann man sich Teile abschneiden. Ich habe mir das jetzt so gemacht, dass ich hier zum Beispiel so einen silbernen Rand drum lege. Das kann man sich dann mit Heißkleber festkleben. Das mache ich gleich mal. So, und dann sieht das doch perfekt aus. Edel sieht das aus. Edel. Ja. Und das gleiche dann eben auch mit dem anderen Glas. Da habe ich mir jetzt bloß zwei Reihen zugeschnitten, weil das eben hier oben der Rand ein bisschen dünner ist. Da kommen dann bloß zwei Reihen drauf, aber sieht dann drei Reihen drauf, aber sieht dann auch toll aus. Ja. So, und dafür nimmt man jetzt einfach Heißkleber. Das klebt halt immer am schnellsten, Heißkleber. Muss man zusehen, dass man das hier irgendwie festkriegt. So. Stückchenweise. Wunderschön. Und immer aufpassen, dass man sich die Finger nicht verbrüht, verbrennt. So, erste Stücke. Ich mache es jetzt erstmal ringsrum fest. Schaut mal, und so sind das doch wohl wirklich richtig tolle Hingucker. Also die sind relativ schnell zu machen. Wenn ihr das in der Büchse schmelzt, das Wachs geht ja natürlich viel mehr rein als in meinem Candlemaker. Aber ich finde es, wie gesagt, sicherer und dass sauberer. Dass man so was Edles aus ein paar einfachen Gläser machen kann. Einfache Marmeladen- oder Wurstgläser waren das, Wurstgläser. Und ein bisschen Beton drin, ein bisschen Folie dran. Bisschen Wachs drin, sind schöne Sachen zum Verschenken, zum selber sich hinstellen. Also ich finde das wirklich immer ganz cool. Probiert's aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und tollsten Sachen, die wir finden oder machen. War wirklich ganz, ganz edel geworden. Ja, schön.